wieder auf Waldspaziergang. Heute am 23.12. Leider jetzt wieder bei sehr trübem Wetter. Soll auch wieder schlechter werden, aber auch wärmer werden. Ich befürchte, es kommt wieder so nasskaltes Wetter. Da ist wieder diese tolle Buche. Und ein schöner Baum. Immer noch schön voller Reif. Ja, heute gehe ich mal wieder darüber. Etwas holpriger Weg. Etwas Wildnis. Zwei knorrige Bäume. Und hier der Sumpf. Total im Frost und raureif. Sieht auch nicht schlecht aus. Und hier geht's weiter. Ja, richtiger Sumpf. So richtig im Eis und raureif erstarrt. Es ist halt auch ein bisschen eine triste Zeit momentan. Aber was zum Corona und Co. Trotzdem hat so seine Reize. Und die frische Luft tut immerhin gut. Das ist der heutige Wendepunkt meiner Tour. Da ist nochmal so eine kleine Lichtung. Und jetzt geht's hier zurück. Ja, heute bin ich relativ spät dran. Es wird schon dunkel. Ja, jetzt geht's zum Auto zurück. Ja, auch heute am 24.12.21 bin ich wieder im Wald unterwegs, um Waldluft gegen mein Asthma zu schnuppern. Klein wenig scheint es zu helfen, aber halt nur sehr wenig. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ja, an dieses langsame Spaziertempo muss ich mich erst gewöhnen. Aber wenn ich wieder schneller mache, habe ich gleich wieder Anstrengungsasthma. Ja, heute ist wieder so ein richtiger trüber Tag. Aber die Luft ist angenehm mild. Und die Pilze gedeihen hier immer noch. Trotz der widrigen Umstände. Ja, das sieht fast wie ein Gesicht aus. Ja, jetzt habe ich sogar noch so ein bisschen Landart gemacht. Das Gesicht noch etwas markanter. Sieht auch bizarr aus. Ach, wie schön. Ja, ist doch auch irgendwie eine schöne romantische Ecke. Und die Stille ist angenehm. Die Formen der Natur sind schon interessant. Und hier mal eine spezielle Perspektive. Mal schauen, wie das wird. Experimentelles Film. Sieht auch irgendwie originell aus. Und hier sieht man wieder allerlei interessante Baumpilze. Das sieht doch auch interessant aus. Hier plätschert ein Bächlein. Okay, ich vielleicht mal ein Stück noch hier hinter. Ich hoffe, ich habe mir keine nassen Füße. Es ist leider hier etwas, der Weg etwas begrast. Das Grün hier sieht auch irgendwie interessant aus. So ein kleines Bachtal. Es wird immer dunkler. Ich glaube, das regnet bald. Na, ich werde dann noch um die Kurve gehen und dann kehre ich wieder um.